The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des Homo economicus cretinus. Und wem das alles nicht gefällt, der hat hunderttausende andere Podcasts zur Verfügung und es gibt keinen Grund, meine Terrasse einzustinken. Das hier ist keine Diskussionsplattform und hier wird auch nicht um Likes gebuhlt und um Abozahlen. Es geht mir am Arsch vorbei, ob sich das hier 3 Leute anhören oder 30, solange es nicht mehr werden, denn wer außer den Influencer-Vollidioten will schon irgendeinen Social-Media-Pöbel an der Backe haben? Und für dieses Pack gibt es jetzt ohnehin GPT-4. Da können die sich alle gegenseitig masturbieren, während tief in den verlassenen Nischen des Internets die wirklich interessanten Sachen passieren. Heute wird es um einen weiteren Film von Juzo Itami gehen, der sichtlich einer meiner Lieblingsregisseure ist. Diesmal möchte ich über seinen Erstling sprechen, den faszinierenden Film Ososhiki, in dessen Mittelpunkt eine Beerdigung steht. Das Album, über das ich heute sprechen möchte, ist sichtlich weniger obskur als sonst. Ich rede von dem Debütalbum von The Alan Parsons Project mit dem Titel Tales of Mystery and Imagination. Ein Konzeptalbum über Edgar Allan Poe. Der Comics, über den ich sprechen möchte, ist der 2. Band der Corto Maltese-Reihe mit dem Titel Im Zeichen des Steinbocks. Darin werden wir uns an die Ostküste Südamerikas begeben. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. In einer der letzten Episoden meines Podcasts hatte ich über den wunderbaren Nudelwestern von Juzo Itami berichtet und diese Auseinandersetzung mit einem meiner Lieblingsregisseure hatte mich motiviert und angestachelt, mich seinen Filmen wieder mehr zuzuwenden. Doch hier ist das Problem. Die meisten sind hier in Deutschland extrem schwer zu finden und wenn einzelne Filme auf DVD erschienen sind, ist es häufig ohne den Originalton und ohne Untertitel, sondern gedubbt. Und da bin ich nicht so scharf drauf. Also begab ich mich auf die Suche nach einer internationalen Lösung und fand schließlich eine wunderbare Juzo Itami Filmbox, die in Südkorea veröffentlicht wurde. Ich hatte also eine Bestellung in Seoul aufgegeben. Die ganze Box kostete mit Porto knapp 100 Euro, was aber für das Gesamtwerk meines Lieblingsregisseurs irgendwie zu verschmerzen war. Es bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Juzo Itami in dieser Podcast-Reihe demnächst noch öfter auftauchen wird. So wie jetzt und hier. Ich möchte mit seinem Erstling anfangen, sein Regiedebüt als Filmemacher von abendfüllenden Filmen. Ich hatte das letzte Mal über Tampopo gesprochen, was ja sein 2. Film war. Dieser hier erschien nur ein Jahr früher, in 1984. Itami hatte sich die ganzen 60er und 70er hindurch als Film- und TV-Schauspieler verdingt. In japanischen Produktionen spielte er durchaus größere Rollen, während er auch in 2 Hollywood-Produktionen auftrat und dort zwar kleine, aber auffällige Rollen bestritt. 1967 drehte er mit dem legendären Nagisa Oshima den Film Sing a Song of Sex auf Japanisch Nihon Shunkako. Dort lernte er Nobuko Miyamoto kennen, die er nur 2 Jahre später in 1969 heiratete. Nobuko Miyamoto war eine Schauspielerin mit durchwachsenem Erfolg, doch als 1984 Juzo Itamis Karriere als Filmemacher begonnen hatte, castete er sie fortan als die Hauptrolle in jedem seiner Filme.
Und die meisten dieser Filme waren in Japan richtige Hits und machten Nobuko Miyamoto zu einer cineastischen Ikone. Insbesondere, da sie eben nicht irgendwelche oberflächlichen Mädels spielte, sondern allesamt Rollen, die sehr stark mit dem Lebensgefühl der Japaner in Resonanz standen. Und das war schon ungewöhnlich für eine weibliche Darstellerin in Japan, da ihr richtig großer Erfolg und Ruhm letztendlich im Alter von 39 Jahren erst richtig begonnen hatte. Wobei sich das mit diesem Erstling hier noch nicht so abgezeichnet hatte. Der nächste, nämlich Tampopo, war da viel mehr richtungsweisend. Juzo Itamis erster Film trägt den Titel Ososhiki, die Beerdigungszeremonie. Und ist ein sichtlich programmatischer Film, der sich mit der Trauer und den japanischen Bestattungsriten beschäftigt. Das Sujet ist schnell erzählt. Der 69-jährige Familienpatriarch Shinkichi Amamiya stirbt an einem Herzinfarkt. Zurück bleibt seine Ehefrau Kikue und die Tochter Chizuku, eben gespielt von Nobuko Miyamoto. Diese ist wiederum mit dem Schwiegersohn Wabizuke verheiratet. Übrigens gespielt von Tsutomu Yamazaki, der in Tampopo den Draufgänger und Truckfahrer Goro spielte. Chizuku und Wabizuke sind ein sehr modernes Paar, geradezu betucht. Chizuku ist eine Schauspielerin, aber offensichtlich kein großer Star, da sie recht abstruse Werbung dreht. Sie erfährt von dem Todesfall auf dem Set einer solchen Produktion. Es fällt der Tochter zu, die Bestattung des Vaters abzuwickeln. Und dazu gehören allerlei Schritte und eigentlich auch ganz viel Leichenschmaus, tägliche Totenwache am Sarg und ein recht entfesseltes Saufgelage. Die ganze Geschichte mutet zwar sehr bürgerlich an, aber die Protagonisten sind keine Kleinbürger. Sie sind bürgerlicher Mittelstand, aber keine Dutzendware. Einige sind sogar geradezu exzentrisch zu nennen. Ososhiki ist durchaus ein Slow Burn, ein Film mit einer langsamen, gemächlichen Handlung, die viele mit dem Arthouse-Cinema assoziieren und deshalb leicht davor zurückschrecken. Doch ich finde es wichtig, sich auf solche langsamen, atmosphärischen Filme einzulassen, da sie sehr oft etwas anzubieten haben, was man im sonstigen Kino niemals vorfinden würde. Und man muss sie ja auch nicht jeden Tag angucken. Zugleich hat dieser Film eine meiner Lieblings-Sex-Szenen aller Zeiten. Ich gelte als ein extrem strenger Kritiker von Sex im Film. Das meiste kann ich wirklich nicht ertragen, weil es zumeist banal, klischeehaft, langweilig und sichtlich uninteressant ist. Sex-Szenen gerade in Hollywood-Filmen sind wie ein Aufruf für mich, mir ein frisches Getränk zu holen oder mal schnell aufs Klo zu gehen. Aber es gibt sie, die großartigen Momente. Denn natürlich gehört Sex zum Kino, so wie er zum Leben gehört, aber es ist eines der abgenutztesten Motive der Leinwandkunst und deshalb sollte man sich als Filmemacher genau überlegen, was man damit anstellen möchte. Hier in diesem Film ist es ein spontaner Quickie im Wald zwischen dem verheirateten Wabizuke und seiner heimlichen, sturzbetrunkenen Geliebten, die zugleich die Ehefrau seines jüngeren Bruders ist. Sein Bruder, der sich für einen Dandy hält, ist vollkommen begriffsstutzig bei der ganzen Geschichte und hatte sich bei der Familienzusammenkunft dazu aufgeschwungen, der Kameramann der 3 Tage zu sein für das spätere Familienvideo. Itami spielt hier mit einer Juxtaposition, denn während es passiert, befindet sich Wabizukes Ehefrau unweit davon auf einer Kinderschaukel. Sie ist offensichtlich in einer nostalgischen, sentimentalen Stimmung und beginnt zu schaukeln, was Itami in Schnitten der sexuellen Bewegung ihres fremdgehenden Mannes gegenüberstellt. Das ist aber auch etwas, das Itami sehr gut kann, eine Situation zu erzeugen, die einerseits amüsant anmutet, aber gleichzeitig einen seltsamen Schwermut vermittelt. Der Film lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen rezipieren. Zum einen ist es eine sehr authentische und eine sehr detaillierte Studie des japanischen Ars Moriendi und der entsprechenden buddhistischen Bestattungsriten. Und das könnte jemand als etwas trocken und langweilig deuten. Doch die 3 Tage erleben wir eben durch diese extrem kurzweilige Familie, deren einzelne Mitglieder zu den einzelnen Stationen dieser Tradition auch ihren Senf dazu geben und nicht alles immer so sehen, wie es gedacht ist.
Was mir so gleich auffiel, war, dass der buddhistische Priester, der dann eingeladen wird, um die letzten Riten zu vollführen, von Shishu Ryu gespielt wurde. Und Ryu war einer der berühmten Stammdarsteller von Yasujirō Ozu. Er hatte bereits in 1928 in Ozus Studentenfilm Träume der Jugend gespielt, aber natürlich auch in den später bekannten Produktionen wie Tokyo Story und Ein Herbstnachmittag aus dem Jahr 1962, also zwei der wichtigsten japanischen Filme aller Zeiten. Shishu Ryu spielt hier einen quirligen, extrem menschlich anmutenden Priester, der sich allzu sehr von den etwas gelangweilten Mitgliedern der Familie in alle möglichen schrulligen Gespräche verwickeln lässt. Doch zuerst trifft er in einem Rolls Royce ein mit einem eigenen Chauffeur. Das Buddhismus-Business scheint zu florieren. Sein gesamter Aufenthalt mit der Familie ist durchsetzt mit einer bahnbrechenden Unbescheidenheit und Anspruchshaltung. Das ist dann extrem komisch. Denn dies ist schließlich auch ein Juzo Itami-Film und damit zugleich eine augenzwinkernde, etwas angeschwärzte Komödie, die keine Scheu hat, die Trauer und Bestattung in einem durchaus lustigen Licht zu sehen. Der Film ist aber in keinster Weise satirisch. Der Humor kommt hier nicht mit irgendeiner Gesellschaftskritik daher. Es ist ein instinktiver Humor, der direkt aus dem Bauch kommt. Es ist ein betrachtender Humor, der deutlich macht, dass Juzo Itami ein großartiger Beobachter von Menschen war. Und er versuchte sie nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Aber die Nähe von Humor und den letzten Dingen des Lebens, die war ihm schon wichtig. Wenn eben alle versuchen, möglichst ernst und möglichst pathosgeladen zu wirken, muss freilich jemand über irgendein Kabel stolpern und für einige Sekunden ein bahnbrechendes Chaos auslösen. In einer Küche, die ohnehin viel zu klein für den Traueranlass ist. Und letztendlich ist es nur die altmodische Witwe Kikue, gespielt von Kim Sugai, die in echter, tiefer Trauer ist. Viele der Angehörigen fanden den alten Amamiya zu Lebzeiten eher anstrengend und dickköpfig. Doch für die Tochter Chizuko ist es eben doch eine Chance, Abschied zu nehmen und aus dem Traditionsritual doch einen eigenen Erkenntnisgewinn zu erlangen. Das Casting ist hier grundsätzlich ein Teil der Erfolgsformel. Denn dieser Film ist ein Erfolg. Er setzt wunderbar das um, was er umzusetzen verspricht. Für 2 Stunden, entsprechend den 3 Tagen der Handlung, sind wir, die Zuschauer, uneingeschränkt mit dabei und erleben die gesamte Angelegenheit mit, wie unsichtbare, heimliche Beobachter. Denn wir erhalten in diesem Film eine gänzlich auktoriale Position. Wir dürfen alles sehen. Das Lästern, das Saufen, den heimlichen Sex im Wald, die Tränen, den morbiden Voyeurismus. Der Film ist damit auch sichtlich gut geeignet, mit den westlichen Klischees aufzuräumen, die wir gegenüber Japan manchmal an den Tag legen. Ja, es ist eine oft ritualisierte Gesellschaft. Ja, Gesichtsverlust und Scham sind ein großes Thema. Aber das bedeutet nicht, dass die Japaner notorisch unvernünftig und gänzlich hölzern sind. Gleichzeitig spielt Itami gerne mit Ambivalenzen, die er absichtlich nicht auflöst. So löchern die Angehörigen den Krematoriumangestellten mit dummen Fragen, so nach dem Motto, ob es denn nicht vorkommen kann, dass er jemand in den Ofen schiebt, der noch am Leben ist. Der Krematoriummitarbeiter verfällt in eine melancholische, geradezu düstere Stimmung und erzählt in einem bedrückenden Monolog davon, wie ihn Albträume verfolgen, wegen dieser Vorstellung, dass da jemand in den Flammen sein könnte, der vielleicht nicht wirklich tot ist. Doch es ist Juzo Itami und somit ist es nicht ganz klar, ob der Krematorium-Mitarbeiter die Familie nicht einfach veräppelt, weil sie ihm diese geschmacklosen Fragen gestellt haben. Am Ende hält die Witwe eine bewegende Rede und es wird endgültig deutlich, dass am Ende sie diejenige ist, für die all diese Riten gedacht sind. Sie ist diejenige, die die Bürde des Loslassens und der Trauer meistern muss, während die anderen Familienmitglieder weitgehend nur Statisten in diesem Ritual sind. Dieser Film erforscht in stilsicheren Pinselstrichen auch den Einfluss des Westens auf den japanischen Alltag und wie sehr dies mit einem so verwurzelten Brauchtum einhergeht. Und wie gesagt, der Film ist keine Satire, trotz der humoristischen Untertöne. Am Ende geht es auch um das Thema Abschied und in dieser Hinsicht ist Juzo Itami durchaus subtil und äußerst reflektiert. Alles in allem ist das hier ein wundervoller Film. Sich vorzustellen, dass dies hier der erste Film von Itami ist,
Welch ein großartiger, aufrichtiger Wurf mit einer tollen Besetzung und einem sehr stimulierenden visuellen Look. Eine Menge Filmemacher hätten sich gerne einen solchen Erstling gewünscht. Aber Itami hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits 25 Jahre lang auf professionellen Filmsets getrieben, als Darsteller für einige sehr große Regisseure. So konnte er sich sicherlich einiges abgucken. Ososhiki ist ein großartiger Film, den ich jedem empfehlen kann. Er ist 124 Minuten lang, aber gar nicht langweilig, denn der Blick der Zuschauer fühlt sich dabei geradezu voyeuristisch an. Und genauso muss er verstanden werden als ein intimer Blick auf das unterschiedliche Leben und Empfinden von Menschen und Angehörigen in den Tagen der verordneten Trauer. Album Review. There's music in the air. Ich vertrete die Ansicht, dass The Alan Parsons Project eine der wenigsten Rockgruppen ist, die unterbrechungsfrei eine so lange Reihe aus hervorragenden, geradezu makellosen Alben vorweisen kann. Nicht einmal die größten Bands können das. Die meisten sind eher durchwachsen. Und obwohl das spätere Werk von The Alan Parsons Project durchaus einen gewissen Abstieg markiert, die ersten 7 Alben sind nach meinem Dafürhalten geradezu epochal. Und um das Debüt, soll es hier gehen. Vorweg gesagt, ich bin als Teenager in einer Zeit aufgewachsen, als diese Band noch existierte und sich inmitten dieser 7 Alben befand. Aber es war auch so, dass diese Band auch einen sehr seltsamen Stand in der Musikwelt besaß. Lassen wir mal beiseite, dass dies eine reine Studioband war, die sich weigerte, live zu spielen, was damals durchaus ein großes Thema war. Doch das Auffälligste war damals sichtlich diese mittelständische Einordnung dieser Musik. Ich bin ja mehr mit Punks und frühen Heavy-Metal-Fans aufgewachsen und die haben diese Musik ziemlich gehasst. Mit 14 Jahren ein Project-Fan zu sein, war eine relativ einsame Position. Das galt einfach nur als uncool. Die Gründe dafür lagen nicht nur in der Musik selbst. Der Sound war für damalige Verhältnisse einfach nicht ruppig genug, nicht genug dem Post-Punk geschuldet. Aber es war irgendwie auch diese Band für Leute, die sich teure Hi-Fi-Anlagen leisten konnten und dazu Platten brauchten, die den Wohnzimmer-Soundtürmen gerecht wurden. Und das lief ja damals zumeist auf Tubular Bells von Mike Oldfield hinaus und Dark Side of the Moon von Pink Floyd und natürlich The Alan Parsons Project. Sicherlich war die Tatsache nicht hilfreich, dass diese ganze Band sich ein wenig anfühlte, als wäre sie genetisch im Labor erschaffen worden, von 2 Typen mit Vollbärten. Und dies ist tatsächlich ein Projekt, dessen auffälligstes Merkmal aus einer gewissen Formelhaftigkeit besteht, die man bei anderen Bands als ein massives Minus interpretieren würde. Wenn ich die Alan Parsons Project Formel auf 10 Punkte runterbrechen müsste, wäre es wohl das hier. Punkt 1. Beginne immer mit einem kurzen, rätselhaften oder enigmatischen Instrumental. Punkt 2. Dieses Instrumental muss in einen zweiten Song überleiten und dieser zweite Song muss sofort ein totaler Hammer sein und einer der Höhepunkte des Albums. Punkt 3. Tausche unentwegt die Sänger aus. Punkt 4. Hab keine Angst vor einem Konzeptalbum, aber immer nur sehr unaufdringlich, so dass diejenigen, die das Album hören, das Konzept auch komplett vergessen können und es spielt keine Rolle. Punkt 5. Es muss immer auf der B-Seite irgendein faszinierendes, großartiges Instrumental von Alan Parsons geben, das total groovy ist und total mysteriös und wie der Soundtrack zu einem Science-Fiction-Film anmutet. Punkt 6. Bringt immer Andrew Powell und ein Orchester mit ins Spiel. Punkt 7. Lass Hypnosis das Cover gestalten. Punkt 8. Eine herzzerreißende Ballade, gebadet im Pathos, muss der letzte Track sein auf dem Album. Punkt 9. Der Sound muss makellos sein. Punkt 10. Keine Scheue, komplette Bands links und rechts in das Projekt hinein zu assimilieren.
Alles in allem, das hier ist eben keine Band, die Spontaneität ausstrahlt. Und damals galt so etwas dann eben als etwas spießig. Doch auf der anderen Seite war das hier eine der Lieblingsbands von Science-Fiction-Fans, da die Themen und Motive der Lieder manchmal eben hoch hinaus wollten. Über die Entstehung der Band ist sicherlich einiges erzählt worden und im Nachhinein fällt es schwer zu beurteilen, was davon wahr ist und was davon Mythen und Legenden sind. Angeblich lernten sich Eric Woolfson und Alan Parsons irgendwo auf den Korridoren des Abbey Road Studio-Gebäudes und verabredeten sich zu einem gemeinsamen Lunch in der Firmenkantine. Angeblich beklagte sich Alan Parsons bei Eric Woolfson, dass es manchmal so viel Energie kostet, bei Aufnahmesessions mit Bands die einzelnen Bandleader und die einzelnen Mitglieder der Band zu überstimmen und ihnen bessere Ideen und bessere Lösungen für akustische und technische Probleme anzubieten. Und dies sei eben ein mühsamer Pfad, der irgendwie immer aufwärts führt. Und wäre es nicht faszinierend, wenn es eine Band geben würde, deren Mitglieder letztendlich fast wie Marionetten genau das sagen, was die Produzenten im Hintergrund wünschen. Auf dem Papier klingt das wie eine verdammt schlechte Idee und ein Beispiel für all diese Bands, die man im Nachhinein ein wenig verabscheuen möchte, weil sie in Wirklichkeit irgendeine Homunculus von Producern und Plattenfirmen waren, mit Künstlern, die unentwegt im Studio dominiert wurden. Aber das mag im Grunde richtig sein. Die Frage ist nur, ob es nicht auch einen Ausnahmefall geben kann. Die eine Ausnahme zur Regel, die hervorragend funktioniert. Und ich würde sagen, die Alan Parsons Project ist genau so ein Beispiel. Eine Band, die letztendlich aus dem Duo eines Songwriters und Producers besteht und einem Tontechniker. Und also Menschen, die sonst bei den 70er und 80er Jahre Musikproduktionen eher die Gestalten im Schatten waren, im Hintergrund. Aber hier bei diesem einen Projekt war das in meinen Augen oder Ohren nie ein Problem. Deswegen, ich sehe das eher als die eine Ausnahme zu einer ansonsten durchaus gültigen Regel. Manche sagen, die Band hatte immer unter ihrem extrem uncoolen Namen zu leiden. Alan Parsons Project klingt wie irgendeine Wohltätigkeitsveranstaltung. Es ist auch witzig, dass das Ganze ja nicht die Eric Woolfson Project heißt, denn Alan Parsons war in dieser Band vielmehr der Tontechniker und Produzent. Den überwiegenden Teil des Komponierens hatte Eric Woolfson bestritten. Legenden besagen, dass der Bandname letztendlich ein später Nachgedanke war, denn anfangs stand gar nicht im Raum, eine Band zu haben, die ein erfolgreiches Album nach dem anderen produziert. Diese eine Platte hier, das war alles, worum es den beiden ging. Das Ganze war mehr wie ein Musical über Edgar Allan Poe, nicht wirklich ein Bandprojekt. Somit hätte es auch genügt, einfach nur eine Platte mit einem Titel rauszubringen, ohne expliziten Bandnamen. Ursprünglich war das wohl die Absicht. Doch die Plattenfirma Arista fand das alles zu seltsam. Der Bandname wurde etwas hastig geklärt, da schlief scheinbar auch niemand drüber. Am Ende wurde als Name nur das genommen, was in Abbey Roads überall mit dem Kugelschreiber auf diesen Kartonschachteln mit den Tonbändern hingekritzelt wurde. Eben dieses Alan Parsons Projekt, das da gerade in einem der Studios aufnahm. Das war aber nicht als Bandname gedacht, sondern nur zur Beschriftung, eben mangels eines richtigen Namens. Und so wurde aus einer Kritzelei ein bekannter Bandname, soweit zumindest die Legenden. Tales of Mystery and Imagination aus dem Jahr 1976 ist ein wundervolles Album, das sichtlich einzigartig ist und musikalisch von Anfang bis Ende nur fasziniert. Ich halte das immer noch für das stärkste Debütalbum, das eine Band jemals hingelegt hatte. Welch ein Beginn, welch ein atemraubender Startschuss. Die meisten Bands müssen erstmal 3 Alben lang überhaupt ihren Stil und ihre Relevanz etablieren, doch diese Band stürzte sich im Trabtempo aus der Scheune. Aber das lag auch ein wenig daran, dass das hier letztendlich so eine Art geheime Supergruppe war, deren Mitglieder ausschließlich aus abgebrühten, erfahrenen Musikern bestanden.
Obwohl der schöpferische Kern der Band ein Duo ist, Eric Wolfson und Alan Parsons, fällt auf keinem ihrer Alben so sehr auf, dass hier ein dritter Name nicht missachtet werden darf, nämlich der von Andrew Powell. Powell hatte Musik studiert, teilweise auch unter Dirty Ligeti und Stockhausen. Hier war also jemand von extremer musikalischer Bildung, ein Keyboarder und ein Orchesterarrangeur. Rock und Orchester. Das ist ein altes Thema, das in meinen Ohren mehr nicht funktioniert als ja. Ich persönlich kenne auf Anhieb nur 3 oder 4 Fälle, wo mir Orchester vermengt mit einer Rockband wirklich gefällt. Das eine Beispiel wäre die Five Bridges Suite von The Nice, der andere Fall wäre Salisbury von Uriah Heep und schließlich Magnification von Yes. Doch niemand brachte diese beiden Musiksphären so dramatisch, so aufregend und so effektiv zusammen wie Andrew Powell für The Alan Parsons Project. Das ist einfach nur großartig. Dies ist auch das eine Album, wo die komplette 4-köpfige Band Pilot von Parsons und Wolfson assimiliert wurde, inklusive Stuart Tosh am Schlagzeug und Billy Lyle an den Keyboards. Das Album ist ein Konzeptalbum, denn alle Tracks sind den Werken von Edgar Allan Poe gewidmet, dessen großer Fan Eric Wolfson offensichtlich war. Die Besetzung bei diesen Aufnahmen ist Alan Parsons an einem EMI Vocoder und einem Projectron Synthesizer und natürlich hinter den Mischpultreglern, Eric Wolfson an den Keyboards, Hintergrundvocals, Harpsichord, Andrew Powell, Orchesterarrangement, Keyboards und Orgeln. Dann die 4 Piloten, Billy Lyle, Keyboards, Glockenspiel, Piano, David Payton, Bass, Gesang, Ian Berenson, Gitarre, Stuart Tosh, Schlagzeug. Und dann wären noch die 4 Vokalisten zu nennen, die auf diesem Album Lead Vocals singen, Leonard Whiting, Arthur Brown, John Miles und Terry Sylvester. Die A-Seite beginnt mit einem Track, der den Namen trägt A Dream Within a Dream, und mehr oder weniger ein Instrumental ist. Und hier zum ersten Mal haben wir diesen Fall, dass eben ein äußerst mysteriös klingendes Anfangsinstrumental in den nächsten Song überblendet. Und dieser nächste Song muss dann schon mal ein richtiger Kracher sein. Und das ist in dem Falle The Raven, gesungen von Leonard Whiting. Vielleicht Whiting, ich habe nicht richtig gewusst, wie man seinen Nachnamen ausspricht, aber das ist bei britischen Nachnamen manchmal etwas gegenintuitiv. The Raven ist im Nachhinein gesehen einer der großen Klassiker der Band, also ein außerordentlich großartiger Song. Es gibt ein aufregendes Gitarrensolo von Ian Berenson. Leonard Whiting war eigentlich ein Schauspieler und nicht so viele Leute wussten, dass er Sänger war, aber ich denke mal, dafür war Alan Parsons eben Alan Parsons, um solche Dinge zu wissen. Denn er war ja berühmt dafür, dass er im Grunde jede gute Stimme in Großbritannien persönlich kannte. Der dritte Track trägt den Titel The Telltale Heart und wird gesungen von Arthur Brown. Arthur Brown ist natürlich ein berühmter, äußerst exzentrischer Sänger, der sehr gut zu dieser Komposition passt. Ich muss zugeben, dass ich früher das Lied nicht ganz so mochte, aber inzwischen habe ich mich damit sehr gut abgefunden. Sicherlich kann man diesem Song gut anmerken, schon hier in dieser frühen Stunde von The Alan Parsons Project, dass Eric Wolfson eines Tages nur noch Musicals schreiben würde. Dieses Flavor kann man schon hier im Ansatz spüren. Und es gibt in der Mitte des Songs dieses wundervolle Intermezzo, eine sehr ruhige, atmosphärische Stelle mit Eric Wolfsons Stimme im Hintergrund. Das ist wirklich ein cooler Abschnitt, so eine Art Proto-Ambient für eine halbe Minute und halb, nicht länger. Und dann schält sich daraus Ian Berensons großartige Gitarre. Also super Track. Gefolgt von The Cask of Amontillado, gesungen von John Miles. Das ist ein richtig dramatischer Song und es gibt eine tolle Zweitstimme dabei von Terry Sylvester. Ist fast mehr ein Duett. Da ist also ein großartiges Drama in dem Lied, aber auch eine Spur der 60er Jahre. Also eine
Zeit, die Parsons und Wolfson extrem beeinflusste, weil sie ja in der Zeit ja aufgewachsen sind und sich mit in der Zeit als Teenager mit Rockmusik beschäftigt haben. Und dann explodiert mit drin Andrew Powell mit seinem Orchester. Also es ist ein großer, sehr atmosphärischer Song. Ich muss sagen, bis hierher ist das ein super Album, aber das sind ja noch nicht mal die besten Sachen. Nun kommt das letzte Lied auf der A-Seite mit dem Titel The System of Dr. Tarr and Professor Feather. Stimmen, John Miles, Lead Vocal mit zusätzlichem Gesang von Jack Harris. Das ist ein großartiger Track und einer der legendärsten Songs aus der Alan Parsons Project Schmiede. Hervorragender Refrain und ein Lied, das Alan Parsons bis heute in keinem Konzert natürlich fehlen lässt. Und dann hört es sozusagen im Besten auf und man ist sehr verführt, sofort die Schallplatte umzudrehen und mit der B-Seite zu beginnen. Und die B-Seite besitzt nur zwei Hauptkompositionen. Zuerst ist da das 16 Minuten lange Stück The Fall of the House of Usher. Eine rein orchestrale Extravaganza, die aus fünf verschiedenen Sätzen besteht, die Titel tragen Prelude, Arrival, Intermezzo, Pavane und Fall. Hier überlassen Wolfson und Parsons Andrew Powell vollständig die Führung. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Einer der künstlerischen Höhepunkte der Band ist es aber auf jeden Fall. Und ein wundervoller Ausflug fern der Rockmusik tief in diese moderne Klassik- und Orchesterwelt. In Deutschland wollen das dann die Leute immer als E-Musik bezeichnet. E steht dafür Ernst. Ein Etikett, das zum Glück heute kaum noch jemand benutzt. Und schließlich hat man diese 16 faszinierenden, extrem cineastischen Minuten hinter sich. Schließt das Album mit einem Track, der To One in Paradise heißt, mit Terry Sylvester am Gesang. Im Hintergrund unterstützt von Wolfson und Parsons. Das ist eine charmante Ballade, die so einen psychedelic Touch besitzt. Das ist schwer zu erklären. Der ganze Sound von dem Lied ist sehr schwammig, fast schon etwas verwaschen, aber auf eine sehr, sehr wundervolle Art und Weise. Das ist ja alles pure Absicht. Und die ganze Aufnahme fühlt sich an dieser Stelle deutlich weniger bombastisch als der Rest der Platte und hat fast so etwas Intimes und dann beginnt ein wundervoller Fade-Out und diese ganze großartige Erlebniswelt ist plötzlich vorbei. Noch einige Worte zum Cover. Das war schon damals am Anfang von The Alan Parsons Project ein Job für Hypnosis. Es überrascht ja nicht, dass Alan Parsons diese Jungs kannte, denn Alan Parsons war ja auch der Tontechniker auf Pink Floyds Dark Side of the Moon, dessen Coverdesign sichtlich legendär ist. Und es überrascht nicht, dass Wolfson und Parsons auf jeden Fall gehofft hatten, durch die Zusammenarbeit mit Hypnosis auch an solche Cover heranzukommen, die so ikonografisch sind. Hypnosis, das war ja damals Aubrey Powell und Storm Thorgerson. Und die Arbeit, die sie hier für Tales of Mystery and Imagination abgeliefert haben, ist nicht ihr bestes Coverdesign. Aber die Originalpressung, die ich hier habe, die hat dieses nette große Booklet in der Mitte des Gatefolds eingeklebt. Aber es stimmt schon, dass in der darauffolgenden Zukunft Hypnosis einige etwas bessere Cover für Alan Parsons abgeliefert haben. Alles in allem ist das hier ein verdammt empfehlenswertes Album und einer der großen Würfe in 1976. Und eben der Beginn einer Reihe aus 7 Alben, die ich hier allzu gerne in der Zukunft alle durchgehen werde. Ich weiß nicht, ob das für alle als eine gute Neuigkeit gilt. Aber ich kann es empfehlen. Falls du dieses Album noch nicht kennst, dann ist es an der Zeit, sich mal drauf einzulassen. Enter the comic zone. Let's talk about my favorite comics. In dieser Comics-Besprechung soll es erneut um Corto Maltese gehen. In unserer allerersten Episode redete ich etwas über seinen legendären ersten Teil, die Südsee-Ballade, Zeit der ersten Fortsetzung einige Augenblicke zu widmen. Ich habe hier meine hervorragende Ausgabe von Schreiber und Leser,
deren Integralausgaben der sämtlichen Corto Maltese Bände ist nicht nur sehr gelungen, sondern darf sichtlich als eine Art von endgültige Version betrachtet werden. Zumal Corto Maltese in den letzten 30, 40 Jahren auch in Deutschland in den unterschiedlichsten Auflagen erschienen war. Und ich denke mal, diese Integralausgaben, die da jetzt in den letzten Jahren herausgekommen sind bei Schreiber und Leser, die sind, glaube ich, das, was man sich gerne mal ins Regal stellen sollte. Vorweg, die Südseeballade war damals ein ungewöhnlicher Wurf, nicht nur wegen dem äußerst melancholischen und stimmungsvollen Thema, gesetzt in eine wenig betrachtete Zeitepoche. Es war doch vor allem die unglaubliche Länge, die von sich reden machte. Das war vielleicht der umfangreichste Comicsband dieser Ära, der mehrere Jahre in Sergeant Kirk erschien und als Gesamtband dann in 1971 bei Castermont erschien und somit extrem ehrgeizig anmutete. Doch Hugo Pratt wird am Ende ziemlich ausgepowert gewesen sein und so wundert es nicht, dass fortan, für eine ganze Weile zumindest, Corto Maltese eine Angelegenheit für Kurzgeschichten war. Aber Hugo Pratt war sich wohl sicher, dass er diese Kurzgeschichten so konzipieren konnte, dass sie in ihrer Summe einen gewissen Zusammenhang suggerieren und sich deshalb dazu eignen würden, einen weiteren Band zu ergeben, in dem eben die einzelnen Kurzgeschichten wie so eine Art Kapitel funktionieren. Aber in letzter Instanz ist dies natürlich ein Fix-Up-Band, wie man in USA damals Science-Fiction-Romane bezeichnete, die in Wirklichkeit auf einer etwas zurechtgebogenen Sammlung aus Kurzgeschichten basierten. Interessant finde ich ja, dass Hugo Pratt in jener Zeit, als noch die Südsee-Ballade in Sergeant Kirk erschien, von dem französischen Jugendmagazin Pif Gaget, einige erinnern sich sicher noch an den guten alten Pif, kontaktiert wurde mit dem Vorschlag, dort die Geschichte fortzusetzen. Dies schuf offensichtlich keine Probleme mit Sergeant Kirk, da Hugo Pratt dort andere Comics zeichnete, wie zum Beispiel die Wüstenskorpione. Offensichtlich war das ein lukrativer Vorschlag, aber im Nachhinein wundert man sich ein wenig wegen der Zielgruppe. Pif Gaget hatte eine extrem exakt definierte Leserschaft. Man konnte fast auf das Jahr genau bestimmen, wann ein Leser zu jung für diese Zeitschrift war und wann ein Leser zu alt für diese Zeitschrift war. Und Corto Maltese richtete sich eindeutig an ein Publikum, das zumindest einige Jahre älter war. Doch erschien Corto Maltese dort über 3 Jahre. Die Annäherung ans Publikum gestaltete sich eher mühsam. Doch am Ende waren viele Leser in diese Art von Material einfach hineingereift. Und als 1972 mit der Geschichtensammlung Die Äthiopia Hugo Pratts Arbeit bei Pif endete, zeichnete sich ohnehin bereits ab, dass er bei Corto Maltese zu der Schaffung kompletter Bände für Castermont zurückkehren würde. Man muss es sich auch so vorstellen, dass Corto Maltese während der Pif-Jahre nicht in jeder Ausgabe erschien, sondern ungefähr in jeder 5. bis in jedem 10. Heft vertreten war. Dafür aber in einem Seitenumfang, der deutlich größer war als in sonstigen Comics, Magazinen und Anthologien. Das waren durchaus mehrere Seiten. Auf der anderen Seite kam Corto Maltese bei Pif nie auf die Titelseite, da der Stil und Ausdruck von Pif so gänzlich anders war. Ein Unterschied zu Sergeant Kirk, wo Hugo Pratt unzählige Titelseiten gezeichnet hatte. Der zweite Band, den ich hier vor mir habe, trägt also den Titel Sous le signe du Capricorne, zu Deutsch im Zeichen des Steinbocks. Der Band besteht, wie gesagt, aus 6 Kurzgeschichten, die unter den Fans mit einem Werksverzeichnis von 2 bis 7 nummeriert werden, da die 1 ja die gesamte Südsee-Ballade abdeckt. Übrigens erschien dieser Band hier seinerzeit in Deutschland zuerst, noch vor der Südsee-Ballade. Das ist etwas seltsam und hatte vermutlich damit zu tun, dass die Südsee-Ballade so eine riesige Baustelle war und der Verlag da vermutlich erst hineinwachsen wollte. Deshalb erscheint in dieser Ausgabe die Südsee-Ballade erst als Band 5, 2 Jahre später. Aber so war das bei Carlsen manchmal. Die Älteren erinnern sich vielleicht an die vollkommen verwirrende Bandnummerierung von Tim und Struppi, die mit einer internen Chronologie so gar nichts zu tun hatte. Aber natürlich gibt es im Zeichen des Steinbocks allerlei Querverweise auf die Südsee-Ballade. Da ist also durchaus eine Kontinuität vorhanden.
Wir erfahren ganz klar, dass Corto Maltese nach den Abenteuern in Melanesien nach Osten gesegelt war, in Richtung Panama, von wo er eben rüber in den Atlantik kreuzte. Wir befinden uns in dem Jahr 1916 und seit den Ereignissen im Bismarck-Archipel ist über ein Jahr vergangen. Der Titel übrigens ist eine Anspielung auf den Wendekreis des Steinbocks, der dem 23. Breitengrad entspricht. Denn dies ist auch der südlichste Punkt, den wir in dieser Geschichte erreichen werden, wenn wir das Hafenstädtchen Itapoa betreten, auf dem Weg zu Golden Rosemouth. Dazu später mehr. Die erste Story trägt den Titel Le Secret de Tristan Bantam, das Geheimnis des Tristan Bantam. Die Geschichte beginnt in Paramaribo im heutigen Surinam, damals allerdings bekannt als niederländisch Guyana. Corto wohnt im Pension von Madame Java, einer etwas rätselhaften Gastwirtin. Wir lernen sogleich zwei neue Handlungspersonen kennen. Professor Jeremiah Steiner von der Prager Universität und den jungen Tristan Bantam, der aus England ist und der durch Zufall erfuhr, dass sein verstorbener Vater eine Tochter mit einer anderen Frau hatte und der junge Tristan hatte beschlossen, sie auf eigene Faust zu finden. Steiner ist notorischer Alkoholiker. Ich nehme an, die Prag-Referenz soll andeuten, dass er möglicherweise ein Böhme ist oder ein böhmischer Deutscher. Und Steiner wäre in Prag in der Tat kein ungewöhnlicher Name. Jeremia oder Jeremias ist da schon deutlich untypischer. Im tschechischen Sprachraum kommt der Name so gut wie gar nicht vor. Im Deutschen wohl gelegentlich. Das ließe auch die Möglichkeit zu, dass Jeremias Steiner ein tschechischer Jude ist, was in der K&K-Zeit in Prag äußerst alltäglich gewesen wäre. Die Geschichte hat zwei Parallelplots. Einerseits ist da der junge Tristan Bantam, der auf der Suche nach einem Familienmitglied ist und erstmal an Corto Maltese gerät. Doch da ist noch die Sache mit der rätselhaften Karte. Doch das ist mehr wie eine seltsame Seitengasse der Handlung, die sich erstmal nicht wirklich in die Ereignisse der nächsten Bände einfügt. Da geht es also um geheime Zeichen und rätselhafte Karten, um ein Vermächtnis der alten Ägypter und Hermetik. Hier pflanzt Hugo Pratt also einen Querverweis ein, der erst viele Jahre später in einem viel späteren Band eine Entsprechung findet. Thematisch war das etwas, das Ende 60er durchaus die Bestsellerlisten beherrschte. Das ist also durchaus ein Teil dieser Corto-Maltese-Formel. Denn all die esoterischen und mystizistischen Bestseller am Ende der 60er und durch die 70er hindurch besaßen zumeist diese exotische Note und spiegelten ebenfalls ein gewisses Fernweh und einen ganz eigenen Eskapismus. Sie beschworen auch sehr oft den Geist der Jahrhundertwende herauf. Dies war schließlich die Ära von Edgar Case und Helen Blavatsky, aber vor allem die des russischen Mystikers Georgi Gurdjieff. Zu jener Zeit, als Hugo Pratt begonnen hatte, Corto Maltese zu zeichnen, waren diese Bücher richtige Bestseller. Und obwohl ein zentraler Teil der 68er sich eher in einem sehr säkularen, ideologischen Zeitgeist ergab und Maos rotes Büchlein las, hatte Esoterik und Spiritistik der Jahrhundertwende ein richtiges Revival. Plötzlich las man wieder Hermann Hesse und Gustav Meyrink, Eliphas Levi und Rudolf Steiner. Es waren zwei vollkommen unterschiedliche Seiten der Jugendkultur am Ende der 60er und am Anfang der 70er. Einerseits extrem streitsüchtig bewaffnet mit marxistischer Polemik und der Frankfurter Schule oder eben äußerst esoterisch mit allerlei Post-Hippie-Schwärmerei. Hierzu las man dann Robert Anton Wilsons Illuminaten oder Bücher von Timothy Leary. Es erscheint, als ob Hugo Pratt mit Corto Maltese beide Dunstkreise bespielt. Corto Maltese kann eben äußerst realpolitisch sein, wie eben die Südsee-Ballade. Oder jederzeit in einen unberechenbaren Hauch des Mystizismus abtauchen, irgendwo zwischen H.P. Lovecraft und Gustav Meyrink, die Hugo Pratt beide vermutlich sehr vertraut waren. Für Pratt stand bei diesen Ideen der versunkene Kontinent Mu im Mittelpunkt der Betrachtungen. Der Kontinent Mu ist keine Erfindung von Hugo Pratt, sondern eben eines dieser Schlüsselthemen, das die Fringe- und Esoterik-Literatur jener Jahre beschäftigte. Und hier in dieser Kurzgeschichte finden wir die erste überraschende Erwähnung von Mu
bei Corto Maltese. Doch der rätselhafte, versunkene Kontinent wird ein roter Faden sein, der sich durch die gesamte Serie bis zum letzten Band durchzieht. Mu ist ein mythischer Ort und letztendlich eine weitere Variante des versunkenen Kontinents Atlantis. Diesmal jedoch im Pazifik. Der Ausdruck trat im 19. Jahrhundert in Erscheinung, letztendlich als ein Übersetzungsfehler von zentralamerikanischen Maya-Texten. Zugleich verdient es durchaus Erwähnung, dass so viele Kulturen rund um die Welt diese überraschend ähnlich gearteten Mythen rund um versunkene Kontinente besitzen. Wie auch immer, für die Leser von Corto Maltese mochte dieser Moment überraschend erscheinen, zumal die Südsee-Ballade eher einen realistischen Unterbau besaß, fern jeglicher Esoterik. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass es Hugo Pratt darum geht, einen Zeitgeist darauf zu beschwören. Dies ist reinste Schwärmerei in einer Welt, die dazu verurteilt ist, ihre Gabe des Träumens zunehmend an eine kalte Mechanik der Alltagsrationalität aufzugeben. Und es ist Nostalgie im Spiel. Es geht nicht darum, ob Mu existiert hat oder darum, ob übersinnliche Kräfte real sind. Es geht darum, dass um die Jahrhundertwende, also in der Zeit, in der sich diese Geschichte abspielt, diese Themen der letzte Schrei waren. Und diesen Geist beschwört Hugo Pratt hier herauf. Somit kann Corto Maltese jederzeit in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Und interessanterweise wird hier eben nicht nur der Zeitgeist der Jahrhundertwende nostalgisch heraufbeschworen, sondern auf einer Metaebene auch der Zeitgeist jener Zeit, in der Hugo Pratt diese Geschichten zeichnete, wie bereits erklärt. Das wird für uns heute wiederum spürbar, da wir uns inzwischen zeitlich so weit weg von jenen Jahren befinden, in denen Corto Maltese gezeichnet wurde, also Anfang der 70er, im Grunde vor über 50 Jahren. Denn in jenen Jahren, also in den 70ern, war es wiederum der letzte Schrei, über solche Themen reißerische Sachbücher zu schreiben, die es mit Beweisen und Belegen nicht so genau nahmen, aber perfekt auf das Gefühl dieser Zeit einzahlten. Die Faszination darüber, dass da eine spannende Zukunft auf uns wartet, voller technischer Wunder, während eine rätselhafte Vergangenheit hinter uns ist, wiederum voller metaphysischer Wunder. Im französischen Sprachraum stand da sicherlich Robert Charrot im Vordergrund und dessen Buch »Fantastische Vergangenheit«, das 1966 erschien und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von Hugo Pratt gelesen wurde. Aber natürlich auch Bergier und Pauvel mit ihrem »Le matin des magiciens«, »Die Morgenröte der Zauberer«. Ein geradezu legendäres Buch, das letztendlich einen Querschnitt durch all diese Themen, die später von dutzenden anderen Autoren ausgeschlachtet wurden, präsentiert. Das ist natürlich alles sehr grenzwissenschaftlich und nur wenig davon ist archäologisch und historisch greifbar, doch darum geht es nicht. Was bleibt, ist reine Nostalgie, reine Anemoia. Eben die Sehnsucht nach einer Zeit am Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre, als diese etwas schundartigen Bücher der letzte Schrei waren. Doch sie atmeten eben auch einen Geist, der uns wiederum heute sehr fehlt. Es ist der Geist des Aufbruchs und des Glaubens daran, dass wir als Menschheit wachsen können, dass wir uns bessern können, dass wir gegen eine stellare Zukunft marschieren. Es ist das Versprechen meiner Generation. Doch wir sind leer ausgegangen. Was wir bekamen, ist Social Media und die Gewissheit, dass ein Bankhaus, das jahrelang schurkische und verbrecherische Taten begangen hat, am Ende immer mit Steuergeldern gerettet wird und stets mehr wert ist als die Lebensgrundlage von Menschen. Sie haben mir Marskolonien versprochen, doch alles, was ich bekam, ist Facebook. Diese Geschichte, die sich vollständig in Paramaribo abspielt, dient mehr dazu, allerlei Köder auszulegen, die wir dann im Verlauf der weiteren Stories alle schlucken werden. Die zweite Geschichte in diesem Band trägt den Titel Rendezvous à Bahia, Begegnung in Bahia. Das ist dann eine richtige Reisegeschichte entlang der südamerikanischen Küste hin nach Südbrasilien. Den ersten Halt erleben wir relativ bald in Saint-Laurent-du-Maroni in französisch Guayana. Der Ort ist nach dem Fluss Maroni benannt, der hier in den Atlantik mündet. 1858 gründete Napoleon III. Hier eine berühmte Strafkolonie, die besser bekannt wurde durch eine kleine Insel vor der Küste, die den Namen Île du Diable, die Teufelsinsel, trägt, berühmt durch Papillon, aber noch berühmter durch den prominentesten Gefangenen, Alfred Dreyfus. Heute ist diese Gegend eher wegen ihrem Weltraumbahnhof bekannt.
Corto hat hier aber eine Begegnung mit drei Eingeborenen. Einer von ihnen ist ein Schamane, der ihm über eine uralte Epoche erzählt, als die Erde noch drei Monde hatte. Das ist ebenfalls eine Referenz auf allerlei Fringe-Themen, die damals in den 60ern populär waren. Es gibt eine ähnliche Stelle bei Bergier und Pauvel in ihrem Le Matin de Magicien. Die Reisegruppe aus Corto Maltese, Dr. Steiner und Tristan Bantam trifft schließlich in San Salvador de Bahia ein, wo sie endlich die rätselhafte Halbschwester treffen. Doch diese ist keine gewöhnliche Frau, sie ist eine Hexe. Hier offenbart sich uns ein gänzlich neuartiges Universum, die Welt der Macumba-Hexen. Hier erstmal vertreten durch die beleibte Mahianina und die sichtlich adrette Morgana, Bantam Tristans Halbschwester. Hugo Pratt entwickelt hier sein eigenes Mysterium, das einen Teil des Worldbuildings um Corto Maltese darstellt. Macumba ist eine dieser südamerikanischen Religionen, die ihre Wurzeln in Afrika hat, ähnlich wie Candomblé oder auch Voodoo. Doch was hier Hugo Pratt mit diesen Ideen anstellt, ist noch ein wenig aufregender. Diese Frauen scheinen eine Art gynäkokratischer Geheimbund zu sein. Sie besitzen internationale Unternehmen, sie mischen sich in Revolutionen ein und ziehen vorzugsweise aus dem Hintergrund die Fäden. Ihre Kraft liegt vor allem darin, dass sie ein geradezu unbemerktes Netzwerk besitzen, das sich durch das gesamte Lateinamerika durchzieht. Aber zugleich ist natürlich die Perspektive möglich, dass dies allesamt eine Art organisierte Kriminalität ist, eine rätselhafte Art von Frauenmafia, deren Chefin Golden Rosemouth ist. Doch es ist gerade diese Ambivalenz, die den zentralen Reiz von Corto Maltese-Geschichten ausmacht. In dieser Geschichte gerät Tristan in eine Traumvision und dort in Kontakt mit dem rätselhaften Kontinent Mu. Doch dann geht es bald schon weiter mit Tristans Segelschiff weiter nach Süden. In die nächste Geschichte, die den Titel trägt, Samba avec Tirfix, auf Deutsch Samba mit Hit Ace. Zuerst geht es darum, die oberste Herrin dieser Macumba-Organisation zu treffen, Golden Rosemouth, die sich allerdings in Itapoa befindet, einer Hafenstadt nördlich von Porto Alegre. Und Itapoa befindet sich fast genau auf dem Wendekreis des Steinbocks, der diesem Band seinen Namen gibt. Golden Rosemouth ist eine der faszinierenden Schlüsselgestalten des Corto Maltese-Universums. Sie soll mindestens 200 Jahre alt sein und über Hellsicht verfügen. Und sie behauptet, mehrere Vorfahren von Corto Maltese zu kennen, allen voran seine Mutter, aber auch seinen Urgroßvater. Corto Maltese wurde 1887 geboren. Er ist also im Verlauf dieser Geschichte 29 bis 30 Jahre alt. Seine Mutter war eine Roma oder wie man früher sagte, eine Zigeunerin. Sein Vater war angeblich ein Matrose aus Cornwall, den Corto Maltese nie gekannt hatte. Corto Maltese wurde in La Valletta geboren auf Malta, was seinen Nachnamen erklärt. Hugo Pratt macht keinen Hehl daraus, dass Cortos Mutter eine Prostituierte war, wenn es auch nicht immer in so klaren Worten ausgesprochen wird. Sie war aber auch eine Karten- und Handleserin. Golden Rosemouth korrigiert hier diese Ansicht allerdings, indem sie ergänzt, dass Cortos Mutter in Wirklichkeit eine von ihnen war, also eine anerkannte Hexe, eingebunden in dasselbe Netzwerk. Und das ist ein Motiv, das uns hier immer wieder begegnen wird, dass viele dieser Hexen zugleich Dirnen sind, doch auf diese Weise ihre Macht und ihren Einfluss verstärken und konsolidieren, weil sie so viele wichtige und mächtige Männer wortwörtlich an den Eiern haben. Und sie manipulieren und kontrollieren sie auf diese Weise und greifen damit in die Geschicke ganzer Länder ein. Golden Rosemouth hat einen Auftrag für Corto, mehr ein Geschäft, denn sie bietet ihm 1000 Pfund Sterling dafür an. Er soll wieder die Küste nach Norden fahren, vorbei an Salvador de Bahia, bis zum Delta des Flusses San Francisco. Sie benutzt den Ausdruck Sertao, was in Brasilien eine Art Hinterland darstellt, fern der Küste. Corto soll den Fluss hochfahren, um den dortigen Rebellen Geld und Waffen zu liefern. Kein untypischer Job für Corto Maltese. Corto begibt sich also mit dem Boot den Fluss hoch in den Urwald. Wir begegnen erstmal uniformierten Milizen. Doch nach Aussagen von Golden Rosemouth sind sie vermutlich eher Mercenarios. Hier schließlich begegnen wir nun Tiro Fisso, der in der deutschen Übersetzung Hit Ace heißt, der Anführer einer Bande.
Diese Bande, die hier im Urwald lebt, sind die Cangaceiro. Und das ist ein extrem interessantes Phänomen, über das ganze Romane geschrieben und Filme gedreht wurden. Das waren Gesetzlose, die sich der Regierung und ihren Forderungen nicht beugen wollten und lieber als Freischärler im Urwald lebten. Aber viele hatten durchaus Rückhalt in der Bevölkerung als so eine Art Freiheitskämpfer. Doch andere gaben ihnen eher deshalb Essen und Geld, weil sie vor ihnen Angst hatten. Corto, Tristan und Dr. Steiner müssen zum Glück nicht bangen, da sie Morgana Bantam dabei haben, die mit Tiro Fisso gut bekannt ist. Die nächste Geschichte trägt den Titel L'Aile du Brésil, auf Deutsch Reichsadler im Dschungel. Wir sind zurück im Süden, am Wendekreis des Steinbocks und am Strand von Itapoa. Corto Maltese schiebt im Haus von Golden Rosemouth ruhige Kugel mit Zigarre und Drink. Er hat keine Mühen mit Hedonismus und dem Ausspannen. Er ist allerdings zu stolz, das Geld von Golden Rosemouth anzunehmen, da während seines Auftrags nicht alles so lief wie geplant. Hier wird auch die Atlantikgesellschaft erwähnt, das Unternehmen, das die Macumba-Hexen gegründet haben und mit dem sie ein beachtliches Vermögen umsetzen. Wir erfahren aber auch, dass Tristan zurück nach England reisen muss. Es folgt ein großartiger Kuss zwischen Morgana und Corto. Morgana ist eindeutig mehr Corto Malteses Frauentyp, als es Pandora in der Südseeballade war. Verhinderte Liebe ist ein zentrales Thema von Corto Maltese. Aber Hugo Pratt versteht auch, dass darin eine besondere Spannung und Sinnlichkeit liegt, eben nicht den Vollzug zu zeigen, sondern die Melancholie und das Scheiden. Wobei Hugo Pratt kann da durchaus sehr zynisch sein, wenn er Corto Maltese an anderer Stelle sagen lässt, wenn man sich nur den Frauen in die Arme fallen lassen könnte, ohne ihnen zugleich in die Hände zu fallen. So sind die Frauen in diesen Geschichten durchaus extrem stark, emanzipiert und außerordentlich souverän. Pratt praktiziert da eine Menge Second-Wave-Feminismus, der in dieser Periode ziemlich anachronistisch wirkt. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass dies eben geografische Fantasy ist. Und so ganz anachronistisch ist dies nicht, denn die Jahrhundertwende ist eben die Wendezeit der Frau und auch der Aufstieg der freiheitlichen Frau, der selbstbewussten Flugzeugpilotin oder die Flappers, die in Nachtclubs Charleston tanzten und natürlich der selbstbewusste Tango Argentino in Buenos Aires, dem Hugo Pratt eines Tages einen ganzen Band widmen würde. All das liegt hier historisch bereits in Reichweite. Aber Corto Maltese und die Frauen, durchaus ein feuilletonistisch starkes Thema. Die Gruppe bricht also wieder in Richtung Norden auf, da Corto Maltese immer ein paar Eisen im Feuer hat, wenn es darum geht, Schätze zu suchen. Und da erinnert er sich eben daran, weshalb er eigentlich nach Südamerika ging, zumal eine der Locations, die er schon eine Weile im Visier hat, nun auf ihrer Strecke liegt. So begibt sich Corto endlich auf jene Schatzsuche, die er die ganze Zeit geplant hatte. Da ist auch ein zentrales Thema dieser Geschichten, dass Corto Maltese eigentlich nur ein einsamer Schatzsucher sein möchte, der wenig Interesse an Politik und Umwälzungen hat, doch unentwegt in diese historischen Situationen verwickelt wird. Rio Araguari ist ein Fluss, der unweit des Amazonas-Delta den Atlantik erreicht. Nördlich davon ist die kleine Maracó-Insel, die aber heute eher Maracá heißt. Wir sind also ganz nahe am Äquator. Hier gibt es ein Wiedersehen mit den Deutschen. Wir hatten ja in der Südseeballade die Deutschen umfassend erlebt. Diesmal ist eine Einheit aus kolonialen Truppen mit einheimischen Söldnern unterwegs. Corto Maltese findet schnell heraus, dass das hier eine recht klandestine Operation ist, da die Deutschen Treibstoff einkaufen. Dies aber hier an diesem abgelegenen Ort tun, da ihre brasilianischen Lieferanten sie offiziell nicht beliefern dürfen. Damit stellt sich eine Frage, die nur durch einen Corto Maltese-Band aufkommen kann, nämlich welche Position vertrat Brasilien im Ersten Weltkrieg? Die einfache Antwort wäre, Brasilien war im Krieg neutral, doch die Wirklichkeit war etwas komplizierter, zumal die gesamte brasilianische Wirtschaft von Exporten in die ganze Welt abhängig war und damit ein grundsätzliches Raushalten nicht wirklich möglich war. Allerdings galten die Verkäufe von kriegsrelevanten Gütern wie Diesel an die Deutschen eindeutig als ein Bruch mit der Neutralität, weshalb das hier derartig inoffiziell abgewickelt wird.
Auch geografisch ist das alles gar nicht so abwegig. Das Amazonas-Delta und die Küste von Westafrika sind gar nicht so weit weg voneinander. Nicht für ein modernes Kanonenboot. Ich bin sicher, das ließ sich in einer Woche oder in anderthalb Wochen überwinden. Hier taucht eines meiner Lieblingspaneele von Corto Maltese auf. Tristan und Corto beobachten im Dickicht des Urwalds die deutschen Offiziere. Und der Engländer Tristan sagt pikiert, die Deutschen sind aber unsere Feinde. Und Corto Maltese antwortet nur lapidar, ich habe keine Völker zum Feind. Corto Maltese ist offensichtlich kein Leser der Welt, der Taz oder der FAZ. Vom Spiegel kann ich zu sprechen. Der Versuch, ihn für irgendeine Hassideologie von Sascha Lobo einzuspannen, ist stets zum Scheitern verurteilt. Allerdings wäre Corto nicht Corto, wenn er nicht zwei Paneele weiter zugleich sagen würde, das sind keine Feinde, aber Freunde auch nicht. Corto steht nationalen Grenzen und nationalen Interessen indifferent gegenüber. Sein Schicksal ist immer von allerlei Ironien begleitet. So sinkt der brasilianische Tanker genau in dieser Bucht, in der Corto in aller Ruhe nach dem Schatz suchen wollte. Doch bald wird es hier nicht mehr ruhig und gemütlich sein, gemessen daran, dass hier gerade ein riesiges Schiff untergegangen ist, und so muss Corto mit leeren Händen fliehen. Die nächste Geschichte trägt den Titel »Die Spur des Totenkopfs«. Es ist ein größerer Sprung in die Zukunft. Inzwischen haben Corto, Tristan und Dr. Steiner die Karibik erreicht. Hier erleben wir wieder eine Schatzsuche. Wie gesagt, hat ein Glücksritter wie Corto immer mehrere Eisen im Feuer, die er in dieser Region abchecken wollte. Diesmal kriegen wir allerdings genaue Koordinaten angezeigt, da sie auf einer Spielkarte verzeichnet sind, die Corto Maltese als der Schlüssel zum Versteck des Schatzes dient. Die Koordinaten sind 18 Grad 24 Minuten nördlicher Länge und 65 Grad 3 Minuten westlicher Breite. Damit befinden wir uns etwas nördlich der Jungferninseln, heute in der US-amerikanischen Verwaltungszone. Dieses Stück Meer wurde aber in jenem Jahr von Dänemark beansprucht und war ein Streitobjekt zwischen Dänen und Briten. Die besagte Insel scheint erfunden zu sein, wobei es in Sichtweite von hier tatsächlich zwei winzige Inseln gibt mit dem Namen Cockroach Island und Cricket Rock. Hugo Pratt macht uns hier bekannt mit der historischen Gestalt von John Rackham, besser bekannt als Calico Jack, der im 17. Jahrhundert diese Gegend unsicher gemacht hatte und dessen Schatz Corto Maltese hier eben finden möchte. Aber erstmal läuft Corto den Hafen von Basseterre an, der Hauptstadt von St. Kitts and Nevis, ein Inselstaat in der Karibik, ehemaliges Gebiet der Franzosen, später an die Briten verloren. Wir befinden uns hier in einer Inselgruppe, die man auch als die Leeward Islands bezeichnet, im Gegensatz zu den südlicher gelegenen Windward Islands. Bezeichnungen, die sich auf die Passatwinde dieser Region beziehen, auf Englisch treffend Trade Winds genannt. Wir lernen hier Ambiguity de Pensée kennen. Der Name ist Programm. Sie stellt sich später als eine vollkommen durchgeknallte Frau heraus. Doch viel überraschender ist, dass sie in Wirklichkeit die Freundin von Rasputin ist, der sich bereits seit Wochen hier aufhält. Wir haben also ein Wiedersehen mit dem befremdlichen Freund von Corto Maltese, der jederzeit auch die Bezeichnung Feind verdienen würde. Auf der Schatzinsel begegnen sie dann El Santo, offensichtlich einem echten spanischen Conquistador, der dort seit über 300 Jahren zu leben scheint. Hier offenbart sich also wieder Hugo Pratts Metaphysik des Denkbaren. Und er ist auch nicht die erste Person, die wir in diesem Universum getroffen haben, die über 200 Jahre alt sein könnte. Golden Rosemouth scheint genauso alt zu sein. Doch wie so oft geht auch hier Corto leer aus, fast wie ein griechischer Heros. Belegt mit dem Fluch der Götter ist Corto Maltese eben stets dazu verurteilt, der Kapitän ohne Schiff zu sein. Und am Ende erfahren wir, dass Tristan Bantam in der Zwischenzeit weiter nach England gefahren ist, wo inzwischen der Erste Weltkrieg immer mehr eskaliert. Die letzte Geschichte in diesem Band trägt den Titel »Was nur die Möwen wissen« und ist nun ein kompletter Szenenwechsel. Wir befinden uns in Maracatoqua, nördlichster Punkt dieser Geschichte. Dies soll eine Insel vor der Küste von British Honduras sein. Diese Insel ist ebenfalls fiktiv. British Honduras darf man nicht mit dem eigentlichen heutigen Honduras verwechseln. Dieses Gebiet befand sich nördlich davon und entspricht heute eher Belize und einem Stück von Guatemala. Diese fiktive Insel liegt vor der sogenannten Mosquito-Küste, einigen bekannt durch den besten Film, in dem Harrison Ford jemals gespielt hatte,
Mosquito Coast von Peter Weir. Hier stoßen wir auf Soledad Lockhart, eine wichtige Handlungsperson in dem Corto-Universum. Sie schießt erst einmal auf Corto und verletzt ihn. Es fällt natürlich auf, dass Frauen auf Corto immer erstmal schießen. Wir hatten das ja schon mit Pandora in der Südsee-Ballade. Diese Geschichte ist sichtlich die rätselhafteste in diesem Band, auch verstärkt dadurch, dass Corto Maltese durch den Schuss, der seinen Kopf streift, das Gedächtnis verliert. Aber es ist eine komplexe Geschichte mit Themen, die bis heute aktuell erscheinen. Verleumdung, Kontaktschuld und letztendlich Fake News. Interessant ist natürlich, dass mit Soledad Lockhart hier eine Handlungsperson, ein Charakter eingeführt wurde, welches Hugo Pratt offensichtlich am Herzen lag, denn sie sollte auch in anderen Bänden in Erscheinung treten. Sie erinnert ein wenig an Pandora Grovesnor, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass Soledad kein verwöhntes, privilegiertes Kind der britischen Oberschicht ist. Am Ende wird Corto von Dr. Steiner ausfindig gemacht, der sich nicht wenig wundert, dass Corto ihn wegen seiner Amnesie nicht erkennt. Corto schenkt auch Soledad seine kleine Yacht, ohne zu wissen, dass er, vor dem Gedächtnisschwund, einen wertvollen Sack voller Perlen dort gebunkert hatte. Und damit endet der zweite Band dieses wundersamen Zyklus. Unser Protagonist kann sich an nichts erinnern. Doch das Abenteuer muss weitergehen, in dem dritten Band mit dem Titel Und immer ein Stück weiter. An dieser Stelle ein sehr passender Titel. Und das war wieder eine weitere Episode des Podcasts The Deep in Temple, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Macht's gut und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Adieu. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.